den Karl. Hallo. Genau, ich bin wieder hier der Lautlose. Und muss natürlich gleich hier den Feuerteufel wieder einverpassen. Oh. Mal gucken, ob er gleich angelaufen kommt. Jo, ich glaube, der ist down. Down, down, down. Achso, wo müssen wir überhaupt lang? Ich laufe hier. Hier so schräg rüber. Hm? Ja, durch die Enten durch. Weil ich so leise bin, mache ich mal das Fass an. Ja. Oh oh, der ist nicht tot. Oh! Alter, wo kommt der denn her? Alter, wie oft der mich da jetzt angezündet hat, ey. Hast du gut überlegt? Ja, jetzt schon. Ich muss mal ein bisschen lauter machen, ja? So, irgendwie ein bisschen leiser. Ah, jetzt lauter. Ja, ich hab's echt, Gott sei Dank. Wäre auch schade, der Charakter ist hier auf Level 6. Wenn ich den verlieren würde, würde ich mich echt ärgern, muss ich sagen. Ja, dann müssen wir mal ein bisschen vorsichtig spielen. Ja, die erste Runde ist ja immer so ein bisschen gefährlich und ist ja so euphorisch und denkt ja über nicht nach und einfach geradeaus. Ja. So zum Beispiel. Vorsicht, geht er weg. Ah! So vorsichtig meinst du, ne? Genau. So, okay. Konzentratione. In der Nähe Geballer gehört. Oh. Das ist ich. Ich muss gleich mal wieder auf mein 7.1 ist an. Ich muss mal kurz nochmal gucken, wie die. Und das stimmt mit meiner Lautstärke. Ich habe eben da auch nochmal nachjustiert bei mir. So, jetzt ist super. Ich habe mir vorhin noch ein bisschen über Gronkh was durchgelesen. Der hat ja 1996 schon angefangen mit Firmen zu gründen, also so als Programmierer und Webdesigner. Genau. Fand ich ja auch sehr interessant. Die hatten auch so ein Online-Magazin und sowas hier über Games, glaube ich. Weiß gar nicht, wie das hieß. Ja, der war auf jeden Fall seiner Zeit schon weit voraus. Auch so als YouTuber, ne? War auch so mit einer der ersten und. Ja. Ich denke auch, man muss jetzt so die neuen Sachen aufgreifen und wenn man Glück hat, setzt sich das durch und dann ist man dabei, aber das kann man nie wissen. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an das Video. Oh, hier gibt's Munition. Das Video von Didi Hallervorden, was ich auf meinem Retro-Channel hochgeladen habe. Da war das ja auch so, dass. Was ist jetzt? Ziel ich mal. Da war es ja auch so, dass auf einmal 50.000 Views hatte. Und der Kanal kriegt immer ab und zu mal ein paar Abos, ne? Ohne dass ich irgendwas machen muss. Ja. Also. Könnte ich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser ausbauen, das Ganze. Und du musst wahrscheinlich irgendein Video haben, was dann irgendwie durch Zufall irgendwie viral geht oder so. Naja. Aber ist ja auch egal, ist ja auch alles ein Hobby. Ne? Klar freut man sich über alle Klicks, die man so bekommt. Und aber wir sind ja geduldig. Hier ist noch Munition, falls du brauchst. Nee, nicht wirklich. Hier können wir wieder Lala machen. Ich glaube, hier sind wir auch schon mal gestorben. Wir sind schon überall gestorben. Das Rätsel draußen? Ja, ich hab's schon gemacht. Ah, super, okay. Dann haben wir das schon mal fertig. Aber ist echt schon ein Unterschied, ob man jetzt 8 Stunden vor dem Computer sitzt oder mal ein bisschen was getan hat. Auf jeden Fall. Kann ich schon verstehen, dass du auch mal eine Zeit lang immer viel wandern warst und so. Das, man ist zwar im Eimer, aber Spaß macht's trotzdem. Ja, klar. Hier gibt es auch Munition. Ah, gut. Oh. Jetzt
gute Dreieck. Ach, meine Munition ist bereits voll. Das ist nicht schlimm. Nee. Das ist die Sorge, die man gerne hat. Auf jeden Fall. Da bin ich ja mal gespannt. Ich höre noch gar keine... Ich höre noch gar keinen Gegner ballern irgendwie. Jetzt nicht mehr. Am Anfang hat man sie gleich gehört. Ja. Oh oh. Oh, noch eine. Oh, schnell wechseln. Die hätte aber gebraucht hier. Oh, jetzt muss ich erstmal nachladen. Ich hasse das, dieses Grüne, ne? Wenn du vergiftet bist, du hast so einen scheiß Blick. Du siehst ja gar nichts mehr. Das stimmt, ja, das ist wirklich ätzend. Ja. So. Ah, hier hinten müsste das sein. Denn hier rein? Oh, es ist rot. Das heißt, hier sind auch Gegner. Ja, sind welche in der Nähe. Okay, ich löse es aber trotzdem, es gibt Kohle. Hier ist auch nochmal Munition, falls du brauchst. Nicht unbedingt. Jetzt müssen wir also irgendwie hier rauskommen. Der sorgenfrei, ne? Frage ist, wo könnten die sein? Das weiß ich nicht. Gehen wir nur um die Ecke. Ja, wir können einfach zu dem nächsten da hinten. Ja, machen wir das ruhig. Ich komme mal hinterher. Falls wir nicht gleich abgeknallt werden. Geh mal ein bisschen außen. Vielleicht haben wir auch mal so ein paar leise Vertreter. Nein, Hunde. Oh. Ich bin erschossen. Oh, von wo? Keine Ahnung. Es ist mit einem Sniper gewesen. Scheiße. Okay, du liegst da, dann wird der wohl von da geschossen haben. Mal. Ich hasse das ja. Ja, ist echt ätzend. Ich hoffe ja, dass die wenigstens mal einen Probeschuss absetzen oder so. Könnte natürlich auch von da sein, aber ich glaube. Nee, ich denke so, wie du da liegst. Ja. Natürlich ein Traum, wenn er jetzt angelaufen kommt, aber ich vermute mal, der, wenn er dich schon im Visier hatte. Oh. Auch vor mir, ne? Wenn er dich schon im Visier hatte, sag ich mal, dann wird er mich auch im Visier haben, wenn ich da lang laufe. Ja. Und ein Traum wäre ja, er würde ankommen und dich ausrauben, aber der wird mich schon gesehen haben. Es ist auch nicht nur einer, glaube ich. Scheiße. Achso, das ist ein Zombie. Ich weiß echt gar nicht, von wo ich da rangehen soll. Aber ja. Das hat sich gerade erledigt. Das war gerade die schlechtere Variante.